Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Herr Stein. Ich möchte mich zunächst ganz kurz oder auch bei Ihrem Kreisverband, bei den beiden Kreisverbänden, bei Ihnen natürlich, und bei den beiden Bundestagskandidaten ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich bin kein Mitglied der AfD, noch nicht, sage ich jetzt mal, das ist vorher auch angeklungen. Ich war circa knapp 20 Jahre Mitglied der FDP, bin aus bestimmten Gründen aus dem Kreisverband Ludwigsburg vor einem halben Jahr ausgetreten und habe es jetzt mal vorgezogen, nur dass Sie das wissen, mal nach außen hin zumindest neutral zu bleiben, weil ich, sagen wir mal, in unserem Landesverband Baden-Württembergische Bürgerinitiativen hier ca. 60 Bürgerinitiativen flächendeckend in ganz Baden-Württemberg vom Gründungsvorgang bis nachher zum operativen Geschäft, bis zu Klageeinreichungen hier betreue, auch vor Ort hingehe. Und deswegen sagen wir mal, ist es besser, wenn ich als Vertreter eines Landesverbandes, als Funktionär, zumindest nach außen hin so einmal neutral auftrete. Ja, wobei ich jetzt natürlich aus meiner Zuneigung zum Parteiprogramm der AfD, sagen wir, kein Geheimnis draus mache. Da steht sehr viel drin, was ich ganz klar unterschreiben kann und mit dem ich mich auch identifizieren kann. Dann wollte ich noch zwei Familien heute Abend ganz besonders begrüßen. Eine Familie ist spontan heute auch da, die Familie Eck von Burgfingen, die eine wahre Leidensgeschichte hinter sich hat, was Windkraft betrifft. Vielleicht besteht nachher kurz die Möglichkeit nach dem offiziellen Teil, wo man sich sicherlich noch eine kleine Runde unterhalten kann, dass er das eine oder andere erzählt. Er ist aus seinem Haus ausgezogen, gezwungenermaßen, weil es im direkten Wirkungskreis von Windindustrieanlagen stand oder steht und hat sehr hohe, das kann man jetzt ganz offen sagen, sehr hohe Vermögensverluste in Kauf nehmen müssen, weil eben der Veräußerungserlös, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, der Veräußerungserlös von Immobilieneigentum, sprich Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Wohnungen, und das ist ein Gebiet, das gerade im Schwäbischen, in Baden-Württemberg, Baden-Württemberg ist das Land der Häuslebauer, das hier eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielt, und es wird eine noch viel stärkere Rolle spielen künftig, wenn sich die Pläne, sagen wir mal, umsetzen, die unsere Herren Untersteller, Kretschmann und Co. Sich auf die Fahnen geschrieben haben. Ja? Und mir sträuben sich die Nackenhaare, wenn ich das Programm, das Ausbauprogramm, das Dosierungsprogramm der Windkraft in Baden-Württemberg hier sehe, was bei den Grünen, sagen wir mal, die Handlungsmaxime ausmacht. Kommen wir aber sicherlich nachher noch dazu. Also das wollte ich einfach nochmal erwähnen, weil es ein aktuelles Beispiel ist, wie hier die Lebensplanung, auch nachher möglicherweise die Altersvorsorge, die ja in diesen Häusern steckt, hier mehr oder weniger als kalte Enteignung quasi über Nacht auflöst, weil hier tausende mühsam ersparter Vermögensbeträge hier sich wie Schall und Rauch auflösen, wenn hier Windkraftplanungen bekannt werden, geschweige denn, wenn das mal gebaut ist und wenn die Dinger mal in Betrieb sind. Also skandalöse Umstände, kann man nur sagen. Die zweite Familie, die ich heute Abend auch nochmal begrüße, ist die Familie Polanka aus Langenburg. Herr Polanka ist Gemeinderat in Langenburg. Auch dort die dortige Bürgerinitiative besorgte Bürger Langenburgs und den Heimatvogelschutz Langenburg, die diese Interessen wahrnehmen, auch vor seit sehr vielen Jahren. Und wir haben schon mehrere harte Sträuße ausgefunden in der Stadthalle Langenburg und sind auch immer auf argumentativ abgesichertem Boden, aber natürlich hart und argumentativ gegen das dortige Fürstenhaus vorgegangen, weil eben dort hier Dinge ablaufen im Brüchlinger Wald,
die Hanebüchen sind und die mit Nachhaltigkeit und diesen ganzen Dingen, die da immer vorgeschoben werden, so gut wie gar nichts zu tun haben dann. Ja. Also auch nochmal an Sie herzliche Grüße, dass Sie heute Abend hier sind. Ich selber habe jetzt hier schon den dritten oder vierten Termin wahrgenommen. Ich bin Gast bei der AfD-Landtagsfraktion im Arbeitskreis 6 beim Kollegen von Herrn Stein, dem Herrn Voigtmann, der dort Arbeitskreisleiter ist von Energiewirtschaft, Klima und Umweltschutz, und habe dort an mehreren Sitzungen teilgenommen und werde das auch weiterhin aktiv betreuen. Ich schreibe auch so als Ghostwriter kleine und große Anfragen und Anträge über dieses Gebiet, über Windkraft, die dann dem Landtag dann eingereicht werden. Als ich heute hierher gefahren bin, dann hat man schon, sag ich mal, die ganze Perversion gesehen, die sich um das Thema Windkraft in Baden-Württemberg dreht. Ich möchte zunächst mal sagen, ich bin nicht grundsätzlich gegen Windkraft, ich bin nicht grundsätzlich gegen regenerative Energien. Aber ich sage mal so, mein Leitsatz ist, man kann in Alaska keine Südfrüchte anbauen. Und das bedeutet, es kommt immer auf die Standortfaktoren an, auf die Rahmenbedingungen, auf die Produktionsbedingungen. Das sagt Ihnen jeder Unternehmer, der ein neues Geschäft aufmacht. Es muss vom Umfeld, von den Rahmenbedingungen her stimmen. Dann kann man sowas machen. Und Baden-Württemberg ist nach allen amtlichen, seriös ermittelten, über 20 Jahre durchgeführten Langzeitwindmessungen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach und in Hamburg nachweislich das windschwächste Bundesland von allen Bundesländern. Wir haben mit weitem Abstand die rote Laterne. Und allein diese Statistik zeigt, dass Baden-Württemberg für alles gut ist. Wir können alles. Wir können aber nur nicht Windkraft, sage ich es mal. Ja. Das Problem, was uns hier entgegenschlägt und mit dem wir es zu tun haben, wir haben es auf der Regierungsseite mit Ideologen zu tun. Das muss jedem klar sein. Ideologen auf der grünen Parteischiene. Und am Anfang musste ich selber auch schmerzhafte Erfahrungen machen, wenn man mit Grünen über solche Dinge, über andere Dinge natürlich auch, aber über Windkraftdinge versucht zu diskutieren. Normalerweise ist es so, und ich gehe einfach davon aus, dass die Leute ergebnisoffen an ein konträr diskutiertes Thema rangehen und dass sich dann die besseren Argumente hier durchsetzen. Wenn man seinen gesunden Menschenverstand rational einsetzt und wenn man nicht mit Scheuklappen in der Gegend rumläuft. Das liegt aber bei Ideologen nicht vor. Sie können gegenüber Ideologen, das zeigt die Geschichte in mehr als einem Fall, das zeigt aber auch die Diskussion von Windkraft bei den Grünen, Sie können mit rationalen Argumenten, die auf gesundem Menschenverstand aufbauen, können Sie bei den Grünen nicht punkten. Das ist vergebene Liebesmühe. Da brauchen Sie überhaupt keine Mühe machen. Das läuft an denen ab wie Regenwasser. Mir wurde gesagt, als bei uns vor 5 bis 6 Jahren eine Windkraftanlage nach hartem Kampf, nachdem Grün-Rot an der Macht war, nach der Landtagswahl vom 27.03.2011, dort wurde uns klipp und klar von Grünen entgegengehalten, uns interessiert es nicht, ob hier Geld verdient wird. Wir wollen, wenn wir morgens den Rollladen hochziehen, dann wollen wir ein drehendes, sich drehendes Windrad sehen. Ja? Egal, ob das im Kriechgang läuft, das vielleicht gerade mal den Strom produziert, den man für einen Bosch-Windelschleifer benötigt, aber nicht für irgendwelche Tausende von Haushalten, das interessiert die Grünen nicht, die wollen ein drehendes Rotorblatt wollen die sehen. Ja? Und mit diesen Leuten müssen wir es natürlich aufnehmen. Wir müssen hier nach wie vor in die Argumente reingehen, in die Argumentation, denn wir wollen natürlich die politischen Rahmenbedingungen ändern. Die Diskussion, was Windkraft betrifft, läuft immer auf zwei Ebenen ab. Das eine ist die rein fachliche, sachliche. Jeder von Ihnen und von uns und vor allem die Politiker, ja, die Landtagsabgeordneten und auch die Bundestagskandidaten, die haben die Aufgabe in ihren, auch erst recht, wenn sie nachher natürlich gewählt sind,
ihre Sicht der Dinge gegenüber dem Volk, gegenüber den Wählern argumentativ zu vertreten. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite müssen, das ist die Seite des Wählers, vorher sagte der Herr Dien, das Stichwort Volksentscheid, Basisdemokratie wie in der Schweiz angesprochen, das kann ich nur sagen, unterstreichen. Und das Zweite ist, wir müssen aber auch auf der politischen Schiene in Stuttgart über Landtagsarbeit, über Ausschussarbeit versuchen, dort, sagen wir mal, über gesunde Öffentlichkeitsarbeit die Politiker, die vielleicht noch erreichbar sind außerhalb der Grünen Partei, von unseren besseren Argumenten zu überzeugen. Das ist eigentlich unser Job für die nächste Zeit. Sie sagten vorher Stichwort Volksentscheid. Wenn man sich die letzten Monate hier mal vor Augen führt und an sich vorübergehen lässt, dann meine ich, sind einige Elemente des Volksentscheids eigentlich schon hier abgelaufen. Ich erinnere an die Landtagswahlen im Saarland. Dort sind die Grünen angetreten mit dem Ziel, Windkraft, natürlich nicht nur Windkraft, aber weiterhin regenerative Energie weiter zu forcieren. Das war ein ausgesprochenes Ziel. Bürgerinitiativen, Gegenwindbürgerinitiativen, zum Beispiel in Zweibrücken, Saarland ist ein kleines Land, aber es gibt auch dort Gegenwindbürgerinitiativen, die haben hier Flagge gezeigt, haben opponiert und haben Gegenstimmung gemacht. Das Ende vom Lied war, Grün ist schallend abgewählt worden. Die sind in hohem Bogen aus dem saarländischen Landtag rausgeflogen, weil sie an der 5%-Hürde gescheitert sind. Wir haben nur 4,5% der Stimmen erreicht und sind jetzt noch nicht mal hier mehr im Landtag vertreten. Also das zeigt, Volkeswille ist in jedem Fall da, es ist Potenzial da für diese Argumente, man muss sie nur abrufen. Und da gehört es dazu, dass man überzeugend argumentiert und auf die Leute zugeht. Der zweite Vorgang, Stichwort Volksentscheid, ist in Schleswig-Holstein gewesen. Die alte Schleswig-Holstein-Landesregierung bestehend aus SPD, Thorsten Albig, den Grünen, das ist ein Ausnahmefall, und dem SSW, das ist so ein südschlesischer Minderheitsverband, der immer reinkommt, egal, unabhängig vom Wahlergebnis, die sind ebenfalls krachend, ich sage nur krachend, abgewählt worden. Ja? Und das bedeutet, die Energie, klar, bei einer Landtagswahl spielen immer mehrere Politikfelder eine Rolle. Bildung, Schulwesen, Kindergarten, Straße, Verkehr, innere Sicherheit, EU und so weiter. Aber in diesen Ländern, genauso im Saarland, genauso in Schleswig-Holstein, hat die Energiepolitik eine sehr wesentliche Rolle gespielt. Und dort vor allem Windkraft. Sie müssen wissen, in den Nordländern, das sind die klassischen Windkraft-Bundesländer, die sind uns gegenüber vom Ausbau her um 20 Jahre, mit 20 Jahren im Vorsprung, dort ist eine noch viel größere Dichte an Windkraftanlagen als das, was uns im Moment gerade bevorsteht. Also der Leidensdruck der Leute dort, wobei natürlich das Land Schleswig-Holstein oder auch Niedersachsen ist eher agrarwirtschaftlich organisiert oder geprägt, da ist die Bevölkerungsdichte nicht ganz so groß wie bei uns in den Großräumen, aber selbst dort ist die Windkraft auf dem Rückzug, weil die Sättigungsgrenze erreicht worden ist. Und das Volk der Wähler hat sich das eine Zeit lang angesehen, Windkraft ist da oben schon ein bisschen besser, positiver gesetzt, weil dort auch Arbeitskräfte bestehen, die ganzen Windkraftkonzerne sitzen im Norden, in Aurich, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, weniger bei uns, ist also dort positiv besetzt, aber die Sättigungsgrenze ist auch dort jetzt erreicht worden, die Stimmung ist völlig umgekippt und es hat dazu geführt, dass, und das sagen alle Wahlumfragen, die Analysten haben das bestätigt, die Wählerwanderungsbewegungen haben das eindeutig belegt, dass vor allem in Regionen, wo Windkraft ganz massiv hier forciert worden ist, dass dort hier die größten Abwahlpotenziale und die Wechselwählerpotenziale stattgefunden haben, mit der Folge, dass eben jetzt hier dort auch die AfD reingekommen ist, vielleicht jetzt nicht mit
dem ganz guten Ergebnis, was man erwartet hat, 7,6%, das ist in Ordnung, ist okay für ein westliches Bundesland. Aber die Schleswig-Holstein-Landtagswahl ist immerhin die 13. Landtagswahl gewesen, wo die AfD eben hier ununterbrochen hier Fuß gefasst hat in einem Parlament, egal ob im Osten oder im Westen. Auch dort sagt es ganz klar aus, dass Energiepolitik, sprich Windkraft, ganz klar wahlentscheidend sein kann. Und deswegen auch nochmal an Sie alle als AfD-Mitglieder oder Unterstützer, Sympathisanten, gehen Sie bei Ihren Wahlveranstaltungen mit dem Thema offensiv um. Sie rennen nur offene Türen ein bei den Ländern. Und der neueste Fall ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Dort ist eine aus Sicht der bisherigen dortigen amtierenden Regierung eine noch viel größere Wahlschlappe hier eingetreten, weil nämlich die bisher dort amtierenden SPD, die Hannelore Kraft und die grünen Politiker hier noch schlimmer abgewählt worden sind und das in einem traditionsmäßig von der SPD, die haben das als Erbhof betrachtet, 50 Jahre lang, das ist immerhin das größte Bundesland in Deutschland mit mehr als 10 Millionen Bürgern. Die sind also dort in hohem Bogen rausgeflogen, wobei dort neben anderen Gesichtspunkten auch Windkraft und Energie eine große Rolle gespielt hat. Also nur so viel zur Volksabstimmung. Der Wähler, der Bürger ist nicht blöd. Der weiß ganz genau, was ihm die Politik vorsetzt. Er will nicht verkauft werden. Deswegen nochmal mein Appell an den jetzt in die heiße Phase eintretenden Wahlkampf. Gehen Sie mit diesen Argumenten auf den Wähler zu. Nochmal, Sie rennen offene Türen ein. Das nochmal jetzt zu diesen politischen Rahmenbedingungen. Weil wir hier heute auch zwei Bundestagskandidaten da haben, ich appelliere an Sie weiterhin, dass Sie dann für den Fall, dass Sie gewählt werden oder dass Sie zumindest in Ihren Gremien auch in dem Bereich die Forderung vertreten, nach einer Revision des EEG, des Erneuerbaren Energiengesetzes. Sie müssen wissen, das Erneuerbare Energiengesetz ist damals unter der Bundesregierung Schröder-Fischer im Jahr 2001 konzipiert worden. Und es ist so konzipiert worden, dass es eine Gelddruckmaschine ist, eine staatliche Lizenz zum unbegrenzten Gelddrucken für die Einspeiser regenerativen Energien. Und das haben sich diese Leute natürlich nicht zweimal sagen lassen. Denen hat man sogar die Möglichkeit eingeräumt, dass sie selber dieses Gesetz geschrieben haben. Das hat kein Referent in irgendeinem Wirtschaftsministerium oder Finanzministerium oder Umwelt- und Energieministerium geschrieben. Es waren grüne Politiker, Bundestagsabgeordnete, denen hat man freien Lauf gelassen. Und dass die natürlich hier diese Steilvorlage ausgenutzt haben, um ihre Lobby natürlich zu bedienen, um hier Pfründe zu schaffen, da darf man sich natürlich nicht wundern, dass das jetzt hier rausgekommen ist, so wie es jetzt im Moment dasteht. Wir haben im Moment die Situation, dass kumuliert seit dem Jahr 2000 mit immer steigenden Raten, das verhält sich nicht linear oder proportional zu irgendwas, sondern es verhält sich wie eine Exponentialfunktion. Das bedeutet, mit jedem zusätzlichen Jahr ist die Steigerungsrate dieser Subventionen deutlich ansteigen. Wir haben jetzt kumuliert 175 Milliarden Euro umgerechnet. 175 Milliarden sind seit dem Beginn des EEG an die Einspeiser regenerativ erzeugten Stroms geflossen. Ja? Indem nämlich hier das EEG so konzipiert ist, dass ab Inbetriebnahme einer Windkraftanlage oder nicht nur Windkraftanlage, wir haben fünf Abteilungen oder fünf Bereiche von der regenerativen Energie, das ist Windkraft, das ist Photovoltaik, also Sonnenstrom, dann Wasserkraft, Geothermie und Biogasanlagen. Das sind die fünf Bereiche, wobei mit großem Abstand, muss man der Fairness halber dazu sagen, mit großem Abstand ist hier die Photovoltaik der größte Strombringer, sage ich jetzt mal, dann folgt Windkraft. Und wie gesagt, 175 Milliarden Euro sind kumuliert, ist jetzt aufgelaufen und die Zahl steigt natürlich explosionsartig weiter an. Warum steigt die explosionsartig weiter an?
weil die Subventionen den Einspeisern regenerativer Energien hier über 20 Jahre ab Inbetriebnahme garantiert ist. Also garantiert, egal ob hier ein Bedarf da ist, ob wie heute, wo die Industrie weg ist vom Netz, wo also kein großer Bedarf da ist, wo hier auch die Bürger vielleicht in Pfingstferien sind oder sonst was und die privaten Haushalte nicht keinen großen Strombedarf haben, denen ist garantiert worden, über 20 Jahre ab Inbetriebnahme hier, dass sie als Einspeiser regenerativen Stroms weiterhin diese Sätze hier kassieren und natürlich sich in die Taschen reinziehen. Wo kommt es aber her? Das kommt über die Stromlieferanten per Gesetz. Über die Stromlieferanten wird das Geld eingezogen und ist in jeder ihrer Stromrechnung drin. In jeder Rechnung steht es klausuliert, ist das als Umlage enthalten. Und das sind auch die Zuwächse, die Preissteigerung der Stromrechner, die jedes Jahr anfallen. Also Sie alle zahlen das, Sie werden abkassiert und geschröpft. Das ist ein riesiger Umverteilungsprozess. Übrigens, SPD, Grüne haben das hier mehr oder weniger verbrochen, haben natürlich ihre eigene Klientel natürlich auch geschädigt. Denn die am stärksten Betroffenen sind natürlich Hartz-IV-Empfänger, also sozial Schwache, die eben diese Beiträge genauso über dann höhere Mietabrechnungen und so weiter bezahlen. Das ist im Moment hier die Situation und es ist noch kein Ende absehbar. Prognoseinstitute kalkulieren oder rechnen das hoch, weil ja diese 20-jährige Garantiezeit von heute in Betrieb gegangenen Windkraftanlagen, die laufen jetzt natürlich noch 19 Jahre weiter. Und der Zubau an Windkraftanlagen ist natürlich noch lange nicht hier gestoppt, sondern läuft natürlich weiter und Berechnungen sagen, dass insgesamt in den nächsten Jahren sich die Summe auf 520 Milliarden Euro kumuliert, verteilt auf 80, 82 Millionen Bürger in Deutschland, sprich 40 Millionen Haushalte. Also Sie sind diejenigen, die geschröpft sind. Ja, alte, junge, Rentner, Jugendliche, egal wer. Und allein deshalb sollten Sie als Bundestagsabgeordnete oder Bundestagskandidaten hier Ihren Einfluss geltend machen, auch Sie, Herr Stein, über den Landtag. Sie sollen Ihren Einfluss geltend machen, diesen Unfug, ja, ich sage das wirklich, diese Perversion, das gibt es nur in Deutschland, das gibt es in keinem anderen Staat und erst recht nicht in einem Industriestaat, der hart hier auf den Weltmärkten mit Konkurrenzunternehmen kämpft und ein sehr großer Einflussfaktor auf Gewinn- und Verlustrechner ist natürlich auch die Energiekosten, ganz klar. Wo ist es gesagt worden? Im Moment wird das überlappt durch eine sehr gute Konjunktur, aber wenn die Konjunktur mal ein bisschen abkühlt, dann möchte ich nicht sehen, wie hier diese steigenden Energiekosten in den Gewinn- und Verlustrechnern der Unternehmen, nicht nur der energieintensiven Unternehmen, auch in anderen, hier sich niederschlagen. Was natürlich teilweise zu dem Effekt geführt hat, das wird auch unter der Käseglocke gehalten, erst recht von den Verantwortlichen, von den Regierungen. Es wird nicht gesagt, dass energieintensive Unternehmen teilweise schon ihre Fertigungsstätten ausgelagert haben in energieniedrigere Länder. Also BMW wird nicht zugeben, weil hier das natürlich negative Publizität bedeutet. BMW wird nicht zugeben, dass sie ihre Carbonfertigung, also die sind dabei hier, diesen neuen Werkstoff, der mit riesigem Energieaufwand hier entsteht, um die Chassis für ihre Autos hier, dort wird es verwendet, genauso in der Flugzeugindustrie wird Carbon als der, sagen wir, kommende Werkstoff angesehen, der allerdings mit einem riesigen Energieeinsatz produziert wird. Also dort sind die gerade 1000 Grad Celsius notwendig und das über einen langen Zeitraum im Dreischichtbetrieb. Das werden die, wie gesagt, nicht zugeben, aber man kann sich, wenn man die Hintergründe kennt, dann kann man sich an den fünf Fingern eine Hand abzählen, warum die in Amerika produzieren, also mit Carbon und keine deutsche Fertigungsstelle aufgemacht haben.
Genauso Aluminiumhütten oder Zementwerke, Heidelberger Zement, ich bin früher beruflich da hingekommen. Das sind Produktionsstätten, die rund um die Uhr laufen, auch am Wochenende, weil das Hoch- und Runterfahren, die Rüstzeiten viel zu kostenintensiv sind, die Leerstandszeiten. Und das bedeutet, dass eben diese energieintensive Fertigung hier, dass dort in den Strategieabteilungen also schon Überlegungen hier angestellt werden, wenn das so weitergeht hier, dass man eben hier in deutlich kostengünstigere Standorte die Produktion verlagert. Und eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen, die Erfahrung zeigt, wenn eine Investition mal weg ist, sind auch die Arbeitsplätze weg. Dann kann nachher kommen, wer will, und sagen, wir revidieren das zurück. Wenn die Fertigungsstraßen und die Produktionsstandorte in energiegünstigeren Auslandswerken angesiedelt sind, dann holt die kein Politiker und schon gleich gar nicht der Untersteller oder Kretschmann diese Fertigung. Also deshalb nochmal mein Appell an die beiden Kandidaten und an Sie, Herr Stein, sprechen Sie das, wenn Sie Gelegenheit haben, sprechen Sie das ab und zu an. Dritter Punkt, was Ihnen auch ans Herz läge, Windkraft oder generell regenerative Energie spielt sich ja auf vielen Sektoren ab, auf verschiedenen politischen Ebenen. Das ist einmal die kommunalpolitische Ebene, Gemeinderat, Bürgermeister, Fortschreibung, Flächennutzungsplan, Regionalplan, Regionalversammlung und so weiter, ganz klar. Dann Landesebene, Landesplanungsgesetz, 9. Mai 2012 durch Grün-Rot eingeführt worden, genauso der Windkrafterlass gleichen Datums. Also ist die Landesseite, ist, sagen wir, Ihr Betätigungsfeld als Landtagsabgeordneter. Aber es ist auch eine bundespolitische Seite da. Ich habe schon gerade erwähnt, das EEG ist ein Bundesgesetz. Und deshalb ist dort, sind dort Bundestagsabgeordnete gefragt. Und was auch an Bundestagsabgeordneten hängt, ist die Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich nach § 35 Bundesbaugesetz. Die sind nach, auch auf Veranlassung von Grün-Rot im Außenbereich hier privilegiert, was natürlich bei normalen Menschen völlig unverständlich ist. Wir wurden hier an verschiedenen Standorten und selber auch dort, wo ich herkomme, in Lenkhaus-Lübigsburg, hat das Landratsamt Lübigsburg und die Naturschutzbehörde beispielsweise einen gehernischten Brief an vier Mütter geschrieben. Warum? Die sind nachmittags mit ihrem Kindergarten, mit ihren Kleinkindern, sind die rausgefahren an den Stadtrand, an den Waldrand. Dort haben die Väter mal in 2 Stunden einen kleinen Sandplatz angelegt, 2 auf 3 Meter, eine kleine Schaukel, 3 Meter lang, dass die Mütter mit ihren Kindern nachmittags in 1-2 Stunden sich dort aufhalten können. Also nur ein Sandplatz und eine kleine Schaukel. Die wurden vergattert von der unteren Naturschutzbehörde innerhalb einer sehr kurzen Frist, das alles zurückzubauen. Warum? Unter Androhung von Bußgeldern. Warum? Weil das keine privilegierte Außenanlage ist in der Natur. Die Leute, genau diese Familien, und es hat dort bei uns einen riesen Staub aufgewirbelt, und ich kann es total verstehen, wenn hier die Leute dagegen opponieren. Die mussten mit ansehen, dass 200 Meter weiter, 200 Meter hohe Kavenzmänner in die Landschaft gestellt worden sind unter großflächiger Fußballfeld, großer Abholzung von hochwertigen Waldmischbeständen, also Buchenbeständen. Und diese Leute kapieren heute nicht, warum das ein Sandplatz für 2- bis 3-jährige Kinder zurückgebaut werden muss, den niemand gestört hätte. Niemand, kein Mensch hätte diesen Spielplatz, diesen Sandplatz gestört. Das musste zurückgebaut werden. Aber 200 Meter hohe Kavenzmänner Windkraftanlagen, von denen sehr starke, je nach Windrechner muss man auch sagen, und nach Windintensität, aber sehr starke Schademissionen ausgehen, Stichwort Lärm, die Leute können nachts nicht mehr schlafen, ja, tagsüber akzeptieren viele das, weil sie auf Arbeit sind, aber nachts bei totaler Nachtruhe, wenn die Leute im Bett sind, ihre Erholung brauchen, dann stehen die nachts im Bett, weil derjenige, der einen leichten Schlaf hat, eben nicht mehr einschlafen kann.
Schadenschlag, Infraschall, das sind die Stichworte. Und dass sich das vor allem in Baden-Württemberg hier explosionsartig ausbreitet, hat vor allem damit zu tun, Baden-Württemberg hat von allen 16 Bundesländern den mit Abstand weitaus kürzesten Mindestabstand. Die Familie Eck kann sicherlich das bestätigen. Der wurde aber nur unter der Prämisse oder mit dem Hintergedanken, und zwar von 700 Metern, ist der Mindestabstand. Manche Gemeinden sind von sich aus dazu übergegangen, haben den verlängert auf 900 Meter, 1000 Meter, wo es möglich war. Aber an vielen Windkraftstandorten ist der Mindestabstand von 700 Metern und er ist auch eingehalten. Also 700 Meter ist rein gar nichts. Wenn man sich mal vergleicht, was in Bayern hier der Seehofer durchgesetzt haben, die 10H-Regel. Wir haben bei 200 Meter hohen Windkraftanlagen mit dem Faktor 10 sind die dort zu multiplizieren, sodass der Mindestabstand in Bayern 2000 Meter ist. Jetzt frage ich Sie, und das heißt, bedeutet natürlich, die Schademissionen, die zweifelsfrei von jedem Windkraftbetrieb ausgehen, Lärm, Schadenschlag, Infraschall. Warum sind bayerische Bürger besser gestellt als baden-württembergische Bürger? Ja? Das versteht kein Mensch, ich verstehe es nicht. Nach dem Grundgesetz, § 12, Artikel 12, ist jede vom Grundgesetz gleich zu werden. Gleichwerdendes Grundsatz. Ich verstehe nicht, warum das baden-württembergische Bürger die schlechtesten Mindestabstände, die sich für sie natürlich negativ auswirken, die schlechtesten Mindestabstände haben von 700 Metern, wenn alle anderen Bundesländer hier deutlich höhere haben. Nochmal Stichwort hier vorher vom, das was der Herr Thien gesagt hat. Die NRW-Landesregierung, dort ist seit zwei Tagen, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, der Koalitionsvertrag hier steht im Internet, Seite 44, Windkraft, stehen hier zwei, drei Seiten drin. Die Kernpunkte dort sind keine Waldstandorte, keine Windkraft an Wald, weil es ökologisch völliger Humbug ist, Wald abzuholzen. Wald ist für das ökologische Gleichgewicht an sehr vielen Standorten sehr wichtig. Die Grünen wollen Flächen oder haben durchgesetzt, dass flächendeckend hier die allermeisten Windkraftstandorte in Wäldern stehen und dass die dort großflächig abgeholzt werden. Dann haben sie einen Mindestabstand, die Strauen jetzt gelb wie vom Ei, aber die haben den Mindestabstand für Neuen, für Alte gilt Bestandsschutz, ganz klar, wir sind im Rechtsstaat, ein Investor, der sich auf diese Dinge berufen hat bei seinen Investitionsentscheidungen, der muss sich darauf verlassen können, das ist in Ordnung, aber bei allen neuen Windkraftinvestitionen ist der, wie gesagt, der Mindestabstand von 1000 auf 500 Metern erhöht worden, kein Waldstandort und der dritte wesentliche Faktor, das bei uns überall aufgrund bundesrechtlicher Regelung besteht, die Einspeisepriorität regenerativer Energien ins Netz ist dort gekappt worden. In Nordrhein-Westfalen gibt es keine Einspeisepriorität mehr. Regenerative Energien müssen sich ganz genauso dem Wettbewerb stellen wie jede andere Energieerzeugungsart. Und das sind die drei Kernpunkte, die hier die NRW-Koalition umgesetzt hat. In Schleswig-Holstein ist man nicht ganz so weit gegangen. Warum? Und das sieht man auch wieder, dass hier die politischen Rahmenbedingungen immer sehr interessant sind. In Schleswig-Holstein ist es leider so, dass die Grünen nur bei der letzten Landtagswahl nur 0,3 Prozentpunkte verloren haben. Ansonsten aber mehr oder weniger stabil geblieben sind. Und aufgrund dieser starken Stellung ist es denen gelungen, dass die Mindestabstände zwar auch erhöht wurden, aber nicht so weit wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch eine Steilvorlage für ihre Kollegen, für die dortige AfD-Landtagsfraktion, die auch dort erstmals eingezogen sind. Und ich werde mir die Freiheit rausnehmen und mit denen oder mit ihrem Schleswig-Holstein-Landesvorsitzenden in Kürze in Kontakt treten und werde dem auch anbieten, falls Beratungsbedarf bestünde, würde ich die dort in Sachen Windkraft auch beraten, weil das für ihre Kollegen natürlich, die sind jetzt aus dem Stand hier reingekommen, da muss sich jetzt hier auch Know-how bilden und wenn das gewünscht wird, würde ich denen meine Mithilfe auch anbieten. Das ist also heute alles über Internet, über Elektronik möglich, da muss man nicht mehr selber hinfahren, das geht alles über Mails und Telefonate.
Also das hier nur zum aktuellen Bezug zu den politischen Betätigungsfeldern von Ihnen als Kandidaten und auch von Ihnen, Herr Stein. Ich habe aber, weiß nicht, wahrscheinlich bin ich schon über der Zeit, ich wollte jetzt hier Sie nicht mehr allzu lange strapazieren, will vielleicht noch ein, zwei Punkte dazu sagen und dann würde ich Ihnen anlehnen, dass wir in eine Diskussionsrunde, Fragerunde übergehen. Ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere vielleicht noch sich erkundigen will über bestimmte Stichworte. Ich möchte trotzdem nochmal auf das Programm, weil wir in Baden-Württemberg sind, auf das grün-rote Programm zum Ausbau der Windkraft kommen. Im Regierungsprogramm Grün-Rot und jetzt auch am 13.03. nach der Landtagswahl 13.03.2016 von Grün-Schwarz, CDU-Grüne, bestätigt, sieht vor, dass bis zum Jahr 2020, das ist die Zeitschiene, bis zum Jahr 2020 10% des in Baden-Württemberg verbrauchten Stroms aus Windkraft kommen. Das ist das politische Programm von früher Grün-Rot, übernommen auch von Strobel, der sämtliche, das kann ich noch dazu sagen, wir sind mit allen Parteien vor der Landtagswahl in sehr engem Kontakt gewesen. Uns und auch vor allem mir liegen Mails vor von führenden Leuten von der CDU, Guido Wolf, der war damals CDU-Ministerpräsidentenkandidat, der hat uns sogar schriftlich hoch und heilig versprochen, wenn die CDU an die Regierung kommt, egal ob als Juniorpartner oder als Mehrheitspartner, dann wird es mit der CDU keine weitere Forcierung bezüglich Windkraft in Baden-Württemberg gegeben. Das habe ich schwarz auf weiß von mehreren Aussagen von ihm. Und ich bin bei der CDU damals mindestens an 15 bis 20 Wahlkampfveranstaltungen von führenden Landtagsleuten gewesen. Das ist unisono so wiederholt und bestätigt worden. Wie es war aber die Realität? Es hat keine zwei Wochen gedauert. Keine zwei Wochen hat es gedauert, ab dem 13.03., wo wirklich, zumindest was Energiepolitik betrifft, wo alle vor der Landtagswahl gemachten Wahlaussagen der CDU über Bord geschmissen worden sind, wo man einen Kehrtwend gemacht hat um 180 Grad nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ich möchte wenigstens als Juniorpartner in die Regierung eintreten und ich muss in den sauren Apfel beißen und muss die Vorgaben von Kretschmann und Untersteller, was Windkraftausbau betrifft, schlucken. Das war der Magenkern der Grünen, von dem sind die keinen Millimeter abgewichen und die CDU ist umgefallen wie ein nasser Sack. Wie ein nasser Sack sind die umgefallen und haben sämtliche Wahlversprechen damals gebrochen. Das war ein Kuhhandel, der so abgelaufen ist, wir geben euch nach bei eurer Windkraft, bei regenerativer Energie, das ist die CDU in die Knie gegangen, die Grünen haben die Kröte geschluckt, dass der Strom, das Werk ist aus Berlin hier importiert worden, wir geben der CDU nach, dass ihr die innere Sicherheit so durchgesetzt werden kann, dass die CDU-Vorstellung entspricht und was gegen grüne Vorstellungen macht, das war der Kuhhandel. Und leider Gottes ist eben hier die Windkraft so forciert worden oder so umgesetzt worden, so wie sie eben jetzt betrieben wird. Aber in der Argumentation, wenn Sie jetzt hier in Streitgesprächen eintreten, dann bitte ich Sie, auf die Grünen so zuzugehen und denen folgende Frage stellen. Das Programm der Grünen Regierung sieht vor, 10% bis zum Jahr 2020, 10% des in Baden-Württemberg verbrauchten Stroms aus Windkraftquellen zu erzeugen. Nach amtlich bestätigten Statistiken mit Stichtag 31.01.2017, die besagen, dass 550 in Kraft getretene am Netz befindliche Windkraftanlagen 1% Windstrom, also 1% Windstrom erzeugen. Und jetzt frage ich Sie, das ist hier ein kann jeder von Ihnen, ein kaufmännischer Dreisatz, wenn 1%
wenn 1% Windstrom durch 550 Windkraftanlagen, die im Netz sind, erzeugt werden, und das politische Programm der Grünen sieht vor, bis zum Jahr 2020 10% aus Windkraft zu erzeugen, dann ist es der Faktor 10, denn 1% mal 10 ist 10%, ist der Faktor 10. Und dann muss ich diesen Faktor, das ist eine Grundrechenart, Multiplikation, dann muss ich diesen Faktor 10 anwenden auf 550, die zum Stichtag 31.01.2017 in Betrieb waren, auf die 550 flächendeckenden Baden-Württemberg, auf diese 550 Windkraftanlagen. Und jetzt wissen Sie selber, Multiplikation, Grundrechenart, Faktor 10 multipliziert mit 550 Windkraftanlagen bedeutet, wenn der Untersteller sein Programm auch nur einigermaßen annähernd erreichen will, 10% Windkraft bis zum Jahr 2020, dann brauchen wir, um das Ziel zu erreichen, 5.500, denn 550 mal 10 sind 5.500 Windkraftanlagen in Baden-Württemberg. Jetzt, was heißt das? Jetzt muss ich das Delta ziehen. 550 sind im Bestand, 5.500 sind notwendig, um das grüne Ziel, 10% Windkraft zu erreichen. Also fehlen uns in den nächsten 3 bis 4 Jahren noch 4.450 neu zu bauende Windkraftanlagen, wo jeder Kavinsmann 200 Meter, möglicherweise 230 Meter hoch oder noch höher wird. Jetzt frage ich Sie, wie ernst sind solche Politiker zu nehmen, die auch Stand heute, ich kann mir schon vorstellen, da will sie nicht blamieren, will hier nicht das Gesicht verlieren, weil das in allen Regierungsprogrammen noch drinsteht, vor allem bei den Grünen. Aber wenn er einigermaßen fair wäre, dann müsste er dem Bürger reinen Wein einschenken und sagen, also das 10% Ausbauziel bis Jahr 2020, das werden wir hier nicht mehr erreichen. Wir haben jetzt schon die größten Probleme, Windkraftanlagen aufgrund der Bürgerproteste durchzukriegen. 4.450 neue Windkraftanlagen ist eine komplette Utopie. Wir müssen schleunigst Abstand nehmen von diesen Windkraftvorstellungen. Im Moment wird das noch unter den Teppich gekehrt, weil andere Themen da sind. Aber das Beispiel wollte ich Ihnen nur noch mal an die Hand geben. Das können Sie in allen Parteiprogrammen der Grünen oder Regierungsprogramm nachlesen. Stellen Sie diese Frage, wenn Sie irgendwann mal mit Grünen diskutieren, wenn hier Parolen aufgestellt werden von Windkraft oder sonst was. Also, das empfehle ich Ihnen. Ich möchte es dabei bewenden sein lassen. Ich könnte Ihnen auch noch was sagen zur Wirtschaftlichkeit, zu Infraschall und Schallschlag. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie selber mit den Dingen schon genügend konfrontiert worden sind. Und das können wir auch mal in einer kleineren Runde auch noch mal hier nachholen. Abschließend, dass Sie im Moment den Zustand in Baden-Württemberg kennen, wie gesagt, 550 Windkraftanlagen haben wir. Vielleicht sind es mittlerweile auch schon 570, das wird ja jede Woche dann da neue Windkraftanlagen eingeweiht. Bundesweit haben wir 28.000 im Moment und der Zubau geht noch munter weiter. Ja? Der Zubau geht noch munter weiter und ich habe es Ihnen vorher gesagt, was hier Geld versenkt wird an Subventionen, das wir alle zu bezahlen haben. Sorgen Sie dafür, gehen Sie am 24.09. zur Wahl. Machen Sie Werbung in Ihrem Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz, in Ihren Vereinen, dass die Leute hier in freier und geheimer Wahl ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Das ist mein Appell an Sie. Vielen Dank.